Urlaub im Süden, ob das bald wieder möglich ist und wenn ja, unter welchen Auflagen, ist noch nicht ganz klar. Doch in NRW, da dürfen Vermieter von Zimmern und Ferienwohnungen ab jetzt endlich wieder Urlaubsgäste beherbergen, zum Beispiel am Niederrhein. Die Anbieter hoffen, dass jetzt auch Gäste kommen, die eigentlich woanders hin wollten und jetzt eben den Niederrhein für sich entdecken, so wie das Ehepaar Irle aus dem Siegerland mit Kiwi, ihrem jungen Dalmatiner. Es ist wirklich eine wunderschöne Region mit sehr viel Wasser, was uns sehr überrascht hat, und sehr viel Grün und vor allen Dingen die Stille hier ist auch wunderschön. Das tut uns sehr gut. 2 Tage und schon haben Anja und Thomas Irle sich ein bisschen in den Niederrhein verliebt. Obwohl ihr Herz ja eigentlich im Frühling für die Ostsee schlägt. Auf der Halbinsel Dars hatten sie wie immer gebucht. Dann kam die Absage. Diese Woche noch kein Zutritt möglich. Wir saßen sonntags morgens am Frühstückstisch. Und ich habe einfach mein Handy genommen und habe so los, einfach, keine Ahnung, querbeet und man kommt von einem ins andere. Und irgendwann, auf einmal las ich das mit Brücken. Und plötzlich hatte ich dann diese tolle Ferienwohnung hier. Und ja, dann habe ich direkt hier hochgeschrieben und habe gefragt, können wir kommen, ist noch was frei? Hallo, kommen Sie rein. Ja, danke schön. Ich wollte nur mal hören, ob alles in Ordnung ist. Sie begrüßen. Ja. Die Wohnung gehört Tanja Kovács. 2 Monate kein Gast in der noch ziemlich neuen Ferienwohnung. Jetzt ist sie froh, dass es wieder losgeht. Ja, Kiwi hat sich auch eingelebt, sehe ich, sitzt schon im Körbchen. Genau. Jetzt aber kommen fast täglich neue Anfragen, sagt sie, auch von Gästen, die länger Urlaub machen wollen am Niederrhein. Gäste aus der ganzen Republik. Wir haben viele neue Gäste in diesem Jahr, die noch nicht am Niederrhein im Urlaub waren oder bei uns zu Gast. Vor allen Dingen in Sommerferien fällt es uns auf, dass wir aus verschiedensten Regionen in Deutschland Gäste erwarten. Das sind Familien aus Bayern einerseits, die halt mit den Kindern hier vor Ort sein werden und dort einen Fahrradurlaub unternehmen möchten. Wir haben Freunde bzw. Bekannte, die zum Wandern hierher kommen, aus Schleswig-Holstein sogar, die also von der Nordsee an den Niederrhein kommen. Ganz so weit hatten Anja und Thomas Irle es nicht, aber den Ort Brüggen hatten sie bisher noch nicht auf dem Schirm. Gestern, sagen sie, sei es hier richtig voll mit Tagesausflüglern gewesen, heute eher der ruhige Montag. Und was macht die Urlaubsplanung für Sommer oder Herbst? Wir sind die letzten Jahre immer nach Italien gefahren, ins Piemont. Das fällt aber dieses Jahr mal ganz flach. Und wir werden im September nochmal in die Pfalz, in ein Weinhotel fahren mit den Schwiegereltern für eine Woche. Und ansonsten, wie gesagt, vielleicht mal so für 2, 3 Tage mal kurzfristig auch mal so Wellness oder irgendwie, wie es gerade so passt, wie das Wetter gerade ist. Ihre Kinder sind schließlich schon erwachsen, da sind sie flexibel. Vielleicht ja sogar noch mal ein Kurztrip aus ihrem Siegerland hier ins Grenzgebiet. Mein Mann hat schon gesagt, wir werden auf jeden Fall nach Roermond fahren und uns das mal angucken, weil wir haben ja gesehen, es sind ja nur 19 Kilometer von hier. Und es ist sicherlich mal schön, auch noch mal eine holländische Stadt zu gucken. Es ist zwar nicht die Ostsee, aber eine neue kleine Urlaubswelt, die sie in diesen Tagen genossen haben. Ganz spontan und mit der Option, dass es vielleicht ein Wiedersehen gibt.